Guten Morgen, meine sehr verehrten Zuschauer, liebe Freunde. Ich will heute ein sehr interessantes Thema ansprechen, nämlich Religion und IS. Ich danke Cem vom ganzen Herzen, der hat mich nämlich auf dieses Thema aufmerksam gemacht und ich finde das ein tolles Thema. Also, ich werde euch folgenderweise erklären. Zunächst, warum ich an Gott glaube. Als zweites, warum ich Atheisten verstehen kann und was ich an ihnen kritisiere. Drittens, was ich an Religion gut finde und was ich an Religion kritisiere. Und viertens, warum sowas wie der IS entsteht. Also, ich glaube aus folgendem Grund an Gott. Wie das Wort schon sagt, Grund. Es hat alles einen Grund. Genauso, selbst wenn es den Urknall gibt, hat auch dieser einen Grund. Und da die Wissenschaftler sagen, dass der Urknall die Entstehung des Universums war, muss auch dieser einen Grund gehabt haben. So, warum ich Atheisten verstehen kann. Also, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Glauben. Die erste ist, meine Eltern haben das auch geglaubt und da steht das und das geschrieben. Und wenn die Menschen so rum glauben, kann ich auch verstehen, dass die Atheisten das kritisieren, weil die sagen, nur weil deine Eltern das gesagt haben und nur weil irgendwo irgendwas steht, heißt das ja nicht, dass das stimmt. Und damit haben die auch recht. Und die zweite Art zu glauben ist, von etwas überzeugt zu sein. Genauso wie ich davon überzeugt bin, dass es Gott gibt. Weil alles einen Grund hat und selbst wenn es den Urknall gibt, hat er auch einen Grund. Und das ist ja auch das Lustige daran. Wenn irgendwo ein Flugzeug abstürzt, dann sagen die gottesgläubigen Menschen, ja, Gott hat das gemacht. Während die Atheisten sagen, Schraube 4576 war defekt. Hat nämlich alles einen Grund, eine Ursache und eine Folge, wenn das Flugzeug abstürzt. Aber wenn es um die Entstehung des Universums geht, wo die Gläubigen zwar immer noch von Gott ausgehen, ja Gott hat das erschaffen, aber in diesem Fall dennoch das Prinzip von Ursache und Wirkung gilt, nämlich der Urknall wurde von Gott gemacht, weil sie Gott als Ursache eben sehen. Genau bei dieser Sache schalten die Atheisten plötzlich das Prinzip von Ursache und Wirkung komplett aus und sagen, der Urknall hatte keinen Grund, er war einfach, es ist einfach ohne Grund aus nichts etwas entstanden. Also gerade diese Menschen, die bei allen Sachen immer sagen, nein, es gibt eine Ursache und eine Wirkung, sagen gerade bei der Sache, mit der Gott bewiesen wird, plötzlich gibt es dann keine Ursache und keine Wirkung mehr, nur damit deren Weltbild aufrechterhalten werden kann. Deutsche Sprache. So, das war jetzt das nächste, was ich an Religion gut finde und was ich an Religion kritisiere. Und zwar finde ich bei Religion gut, dass sie Menschen zu Liebe zu Gott und zu seiner Schöpfung erziehen. Denn wir haben immer eine Grundemotion heraus, aus der wir handeln. Und wenn Liebe die Grundemotion ist, aus der wir handeln, so machen wir viel mehr Gutes auf dieser Welt. Was ich an Religion kritisiere, ist der Punkt der Gottesfurcht. Ja, du sollst nicht Gott fürchten, du sollst Gott lieben, weil Angst ist das Gegenteil von Liebe. Du kannst nicht im gleichen Moment Angst haben und Liebe empfinden. Und Liebe ist hat viel, viel mehr Macht. Und wenn du aus Liebe zu Gott, aus Liebe zu seiner Schöpfung Sachen machst, machst du gute Sachen. Während Angst dich emotionell runterzieht. Also liebt Gott, liebt seine Schöpfung. Und jetzt komme ich dazu, warum sowas wie der IS entstehen konnte. Also, Religionen wurden von Menschen mit einer sehr hohen Bewusstseinsstufe gegründet. Bewusstseinsstufe heißt, von welcher Grundemotion wir geleitet werden.
Also Grundemotionen, zum Beispiel wenn ich meine Videos mache, werde ich manchmal von Mut, manchmal sehr selten von Wut, aber oft von Mut geleitet, wo ich sage, ah, das ist jetzt ein schwieriges Thema, spreche ich trotzdem an. Oft auch von Liebe geleitet, dass ich sage, ah, ich mache die Welt besser. Oft auch von Vernunft geleitet, wo ich sage, das macht doch so und so Sinn. Und von Frieden, dass ich will, dass Frieden auf der Welt herrscht. Oder von Erleuchtung, wenn ich sage, ah, ich habe eine Einsicht und so ist die Welt. So. Und so ist das mit den Bewusstseinsstufen. Und wenn eine Religion von einem Menschen mit einer hohen Bewusstseinsstufe gegründet wird, aber dann in die Hände von Menschen gerät, die auf einer niedrigeren Bewusstseinsstufe sind, und dann kommt da nichts mehr Gutes raus. Das ist genauso, wenn du das sauberste Wasser hast und du füllst es in eine dreckige Flasche, kannst du auch nicht mehr daraus trinken. So ungefähr ist das. Und bei der Entstehung vom IS ist es halt so, diese Menschen werden viel von Wut geleitet. Und das Wichtigste bei der Religionen, bei den Religionen ist das Nur. Nur ist das arabische Wort für Licht. Das gibt es auch bei den spirituellen Lehren, wo die sagen, das Licht des Bewusstseins. Und das Christentum versteht darunter den Heiligen Geist. Und im Islam heißt das Nur, das göttliche Licht. Und da will ich euch eine Stelle aus dem Koran zitieren, damit bestimmt auch viele Muslime zugucken. Und zwar Sure 24, Vers 35. Die beginnt mit Allah oder Gott. Also da steht halt, Allah ist das Licht der Himmel und der Erden. Der Himmel und der Erde. Und auf Arabisch heißt das Allahu Nuru As-Samawati wal-Ardi. Also Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Und wenn du die beste Religion hast, aber die ohne Nur, ohne das göttliche Licht lebst, kommen da ganz schlimme Dinge bei raus. Und das muss auch nicht unbedingt der IS sein. In Saudi-Arabien gab es beispielsweise einen Fall in einer Koranschule für Mädchen. Also da war die Lehrerin, wie das Wort schon sagt, eine Frau. Und da ist es so scharia-mäßig geregelt, dass Mädchen in Anwesenheit von Frauen nicht verpflichtet sind, sich zu bedecken. Ist ja auch logisch, denn sie reizen Männer und keine Frauen, normalerweise. Also waren die Mädchen unbedeckt in dieser Koranschule und ließen sich von ihrer Lehrerin unterrichten. Und dann ist in dieser Schule ein Feuer ausgebrochen. Selbstverständlich wollten die Mädchen rausrennen. Und die Scharia-Polizei hat die Mädchen nicht rausgelassen, weil sie gesagt haben, nein, ohne Hijab dürft ihr nicht raus. Und jetzt sagen die, die den Islam besser kennen, aber im Koran steht doch eindeutig, dass das, wer Menschen tötet, hat die Menschheit getötet. Diese Menschen, diese Scharia-Polizisten haben gesagt, besser diese Mädchen sterben und kommen sofort ins Paradies, als wenn sie leben und dadurch in die Hölle kommen, weil sie ohne Hijab rausgegangen sind. Also, ich weiß, ich will nochmal eindeutig erwähnen, ungefähr, also alle Muslime, die ich kenne, stimmen mit mir darin überein. Und ich kenne sehr, sehr viele Muslime, sei es von den Hardcore bis zu den Aufgeklärten, Säkulären, und alle stimmen mit mir darin überein, dass die Scharia-Polizei in diesem Fall falsch gehandelt hat. Und das war jetzt nur mal an die Nicht-Muslime, weil die oft der Meinung sind, dass das eher im Gegenteil ist, dass die meisten Muslime sowas richtig empfinden. Nein, ich kenne Tausende von Muslimen und alle haben mir gesagt, dass sie das falsch finden und die waren auch ehrlich zu mir, das habe ich in ihren Augen gesehen. So, nur damit ihr seht, also die Mädchen sind dann gestorben, sehr viele. Und nur damit ihr versteht, was passieren kann, wenn ihr eine Religion ohne Nur und ohne das göttliche Licht ausführt. Und deswegen habe ich auch euch diese Sura aus dem Koran zitiert, wo gesagt wird, dass Allah das Nur, also das Licht von der Himmel und der Erde ist. Also Leute,
Ihr könnt an jede Religion glauben, die ihr wollt, wenn ihr wirklich vom Herzen davon überzeugt seid. Aber lebt diese Religion auf jeden Fall mit Licht, mit so viel Licht wie möglich. Wie gesagt, wenn ihr nur Texte nehmt ohne Licht, das ist genauso wie wenn ihr das sauberste Wasser nehmt, füllt das in eine dreckige Flasche, könnt ihr auch nicht mehr trinken. Also an erster Stelle kommt das Licht, die Liebe, und dann werden eure Taten auch dementsprechend sein und ihr werdet die Welt zu einem besseren Ort machen. Bis später, haut rein.